Hallo, Thomas. Hi, Caroline. Stimmt was nicht? Doch, doch, ist alles in Ordnung. Hey, was ist denn los? Ich hab dich doch nur geküsst. Ja, vor all den Leuten hier. Was ist mit den Leuten? Ja, so küssen in der Öffentlichkeit, das ist nicht so angenehm für mich, verstehst du? Guten Abend. Und was kann ich unseren beiden Verliebten bringen? Wir sind nicht verliebt. Nicht verliebt, klar? Haben Sie einen Hausfreund? Natürlich. Na, wie geht es dir? Ja, was ist los? Ich halte doch nur deine Hand. Ja, ich habe da nun mal ein Problem mit Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Okay, okay. Bitte sehr. Wie wäre es mit etwas romantischem Kerzenschein für unsere beiden Turteltäubchen? Wir sind keine Turteltäubchen. Zwischen uns ist nichts. Nichts Ernstes, verstehen Sie? Und was macht der Job? Um Himmels Willen! Was ist denn jetzt schon wieder los? Musst du immer so persönlich werden vor all den Leuten? Ich hab dich doch nur nach deiner Arbeit gefragt. Du machst es schon wieder! Was soll ich denn sonst tun? Den ganzen Abend hier rumsitzen und den Mund halten? Ja, wenn dir das nichts ausmachen würde. Eine wunderschöne Blume für eine wunderschöne Frau. Sie wahnsinnig! Meint sie, ich möchte sie heiraten, Kinder kriegen und den Rest des Lebens mit ihr verbringen? Ich krieg da gar nicht dran! Natürlich, wie Sie wollen. Du starrst mich an. Natürlich. Du starrst mich an vor all diesen Leuten. Warum denn nicht? Musst du immer so aufdringlich sein? Du nimmst mir die Luft zum Atmen. Ich kann gar nicht mehr richtig atmen. Oh, hör mal, sofort auf! Geh zurück! Sag mal, musst du immer die ganze Aufmerksamkeit auf mich lenken? Kannst du dich nicht benehmen wie jemand ganz Normales oder was? Ich hab's Ihnen ja gesagt, dass die Dame ganz verrückt nach Ihnen ist. Das ist mir egal! Nimm das raus! Die Leute!